Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Nina und habe heute ein Bein- und Po-Spezial für euch. Und wir wollen jetzt einmal ordentlich unsere Bein- und Po-Muskulatur zum Brennen bringen. Los geht's! Und es geht direkt los. Schüttel einmal deine Beine aus. Und dann beginnen wir mit Hüftkreisen. Viermal nach hinten mit dem rechten Bein. Und dann in die andere Richtung nach vorn. Viermal große Kreise, Knie Richtung Decke. Und in dein anderes Bein. Vier schöne Kreise nach hinten und dann auch wieder nach vorn. Halte dein Gleichgewicht. Mach dich ganz fest in der Mitte, zieh den Bauchnabel nach innen, so als würdest du wo drüber steigen. Kickst nach vorn, schön gestreckte Beine. Schau, dass du dich nicht einrundest im Rücken. Und ins Joggen kommen. Rechts, links im Wechsel. Und dann einmal die Fersen Richtung Po, richtig nach oben bringen. Komm in Bewegung, mach deine Beine warm. Leichtes Jogging, lauf aus. Wir kommen zu den Squats. Setz dich tief nach unten ab. Machen unsere Hüfte beweglich, mobilisieren uns. Kommen von hier in einen Lunge nach vorn. Schöne Ausfallschritte, beide Beine ungefähr im 90-Grad-Winkel. Wichtig ist, dass vorne das Knie nicht über die Zehenspitze reicht. Dann wieder schöne Squats, Po tief nach unten. Und dieses Mal nach hinten in den Lunge treten und nach vorn aufschließen. Auch hier 90 Grad Winkel. Und noch einer. Gut, schüttel nochmal die Beine aus. Dann legen wir los. Im Squat immer schön zweimal federn. Und nach oben. Zwei kleine Impulse unten. Ganz nach oben durchstrecken. Wir halten unten, geben kleine Impulse. Streck die Arme dann lang nach oben auf Höhe deiner Ohren. Und dann gehen wir in eine Paddelbewegung. Arme lang gestreckt, Po tief nach unten, Rücken ganz lang und gerade. Arme schön lang. Kleine Impulse nach hinten, dann die Hände an den Hinterkopf. Blick nach rechts und links. Rotation in deiner Brustwirbelsäule. Der Po ist immer noch tief. Gleich vorbei. Und letzte Runde. Ganz kleine Impulse. Gleich vorbei. Halte durch. Und lösen. Geht direkt weiter in einen Sumo-Squat. Öffne die Beine schön weit. Zehenspitzen zeigen nach außen. Knie zeigen nach außen. Auch hier Knie nicht über deine Zehenspitzen. Drück deine Handflächen ganz fest ineinander, Bauchspannung auf. Und dann löse im Wechsel deine Fersen. Links, rechts, rechts, links im Wechsel. Schön abheben nach oben. Po bleibt auch hier schön tief. Ja, das brennt in den Oberschenkeln. Halte durch. Und noch ein bisschen tiefer nach unten absetzen. Das schaffst du. Und halte beide Fersen in der Luft. Öffne die Arme zur Seite. Mach dich schön groß. Halte das Gleichgewicht. Setze dich nochmal tief ab. Halte durch. Nicht das Gleichgewicht verlieren. Und halte. Löse. Sehr gut. Ordentlich die Beine einmal lockern. Durchtrollen. Es naht dein Endspurt. Von hier gehen wir in einen Lunge wie zum Aufwärmen. Rechtes Bein vorn im 90-Grad-Winkel. Auch hier kleine Impulse unten. Zwei Stück. Strecken, zwei Impulse pro Seite, immer im Wechsel, rechts und links nach vorn. Achte auf dein Knie, das nicht über die Zehenspitzen zeigen sollte.
Die Hände kannst du gerne in die Hüfte nehmen. Langsam sollten deine Beine sich melden, deine Oberschenkelmuskulatur darf brennen. Halte tief, öffne deine Arme und rotiere zu deinem vorderen Bein. Auch hier nochmal eine wunderschöne Rotation in deiner Brustwirbelsäule. Arme lang gestreckt. Sehr schön. Atmen nicht vergessen. Und Wechsel. Anderes Bein nach vorn. Schöne Rotation. Schultern tief. Atme. Achtung, dein Endspurt. Wenn du möchtest, zieh mit in den Lunge Jump. Viermal. Dann hast du es geschafft im Stehen. Sehr gut. Ich hoffe, du bist mittlerweile auf deiner Matte angekommen. Komm auf der Matte in einen Vierfüßlerstand und bring deine Unterarme auf die Matte. Wenn du bereit bist, dann nimm dein rechtes Bein nach oben im 90-Grad-Winkel Richtung Decke. Bauchnabel ist eingezogen. Schau, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Schieb deine Ferse Richtung Decke. Dein Nacken ist lang, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Oberschenkel bleibt ungefähr immer auf Hüfthöhe. Schön nach oben raus, im 90-Grad-Winkel. Freu dich! Halte durch. Hände sind fest auf der Matte fixiert. Komm, die letzten paar. Zieh nach oben. Schieb dich raus. Halte oben und gehen kleine Impulse zur Decke. Flex den Fuß nochmal und zieh die Ferse trotzdem näher zum Po. Ganz kleine Impulse nach oben. Gleich geschafft. Streck dein Bein lang, bring es etwas tiefer, dann mach 8 schöne Kreise. Erst in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Beins lang. Endspurt. Wie zu Beginn im Stehen. Kreis deine Hüfte. Aktiviere nochmal die seitliche Oberschenkelmuskulatur. Auch hier 8 in eine Richtung und dann 8 in die andere Richtung. Das schaffst du noch. Dann hast du es geschafft auf dieser Seite. Komm. Schön nach oben öffnen. Bauchnabel nochmal nach innen ziehen. Gleich geschafft. Und halte oben die letzten paar Impulse. Und lösen. Sehr gut. Zieh dich kurz nach hinten. Atme durch. Dehn deine Po-Muskulatur. Locker dich kurz. Kurzer Zwischenteil, bevor wir die zweite Seite machen. Leg dich flach auf der Matte ab. Schau, dass du Platz hast, rechts und links. Und öffne deine Beine, sodass sie wie in einem V liegen. Dein Oberkörper liegt entspannt auf der Matte. Und dann beginnst du, die gestreckten Beine nach oben zur Decke abzuheben. Die Oberschenkel lösen sich dabei von der Matte. Dein unterer Rücken arbeitet aktiv mit. Öffnen und schließen. Bring die Fersen zueinander. Öffne und schließ die Beine im Wechsel. Oberkörper liegt entspannt auf der Matte. Kopf kannst du ablegen. Die letzten paar. Sehr gut. So, jetzt wird es nochmal anstrengend.
Winkel die Beine an, bring die Fersen zueinander und versuche nochmal ein letztes Mal deine Oberschenkel abzuheben. Zieh nochmal alles, was du kannst, Richtung Decke. Halte nochmal durch. Lösen. Sehr gut. Und dein Endspurt hier im Schwimmer. Im Wechsel hebst du rechts und links nach oben ab. Halte, 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 halte. In der Luft. Und lösen. Stark. Dich nochmal kurz nach hinten ziehen auf deine Fersen. Deine linke Seite möchte natürlich auch trainiert werden. Die ist jetzt dran. Auch hier wollen wir im 90-Grad-Winkel Richtung Decke arbeiten. Fuß ist geflext. Aktivier nochmal richtig deine Po-Muskulatur, die Rückseite deiner Oberschenkel. Schieb alles Richtung Decke. Achte auch hier nochmal drauf, nicht ins Hohlkreuz zu fallen, den Bauchnabel vielleicht nochmal nach innen zu ziehen. Schultergürtel ist aktiv, Armspannung ist aktiv. Bleib dabei mit deinem Bein. Freu dich. Und die letzten paar Impulse zur Decke. Ganz, ganz, ganz kleine Impulse oben. Ferse nochmal mehr zum Po und dann langstrecken dein Bein. Es geht in die Beinkreise. Achtmal über außen und dann achtmal über innen. Wechsel die Richtung. Und nochmal deine Beinkreise, angewinkeltes Bein, über außen, achtmal und dann achtmal über innen. Nochmal richtig schön nach oben rauskicken. Das brennt jetzt richtig, ich weiß. Die zweite Seite ist immer sehr fies, aber du schaffst es. Gleich vorbei. Endspurt. Ein paar Impulse noch zur Decke. Halte, halte, halte. Ferse nochmal mehr zum Po. Geschafft. Atme durch, entspann dich. Wir drehen uns zum Schluss nochmal um. Setzen uns auf die Matte, legen uns ab, auf dem Rücken, bringen dann die Fersen so nah ran, dass du sie mit deinen Fingerspitzen ungefähr berühren kannst und rollen uns in eine schöne Schulterbrücke, heben also die Hüfte ab Richtung Decke, Po ist in der Luft, halte hier erstmal, dann gib kleine Impulse zur Decke, sehr gut. Und dann löse einmal dein linkes Bein. Gib schöne Kicks Richtung Oberkörper. Bein ist gestreckt und Hüfte ist in der Luft. Halte nochmal ein Bein in der Luft. Du schaffst es. Halte, halte und absetzen. Zweite Seite. Streck dein rechtes Bein. Kick schön nach hinten. Versuch dein Bein so gestreckt wie möglich zu halten und die Hüfte schön oben zu halten. Nochmal beide Oberschenkel auf eine Höhe und ablegen.
Wander mit den Fersen ein bisschen weiter nach vorn auf der Matte und heb deine Zehenspitzen. Löst dein linkes Bein und gib kleine Impulse zur Decke. Endspurt rechts. Nochmal lösen, komm. Merkst du es jetzt mehr in der Oberschenkelrückseite? Und halte nochmal die letzten paar Sekunden. Und lese. Ablegen auf der Matte. Knie ranziehen, ganz klein und rund machen wie ein Päckchen. Nase zu den Knien. Einatmen. Ich freue mich, du hast es geschafft. Dann bring beide Knie auf eine Seite. Wenn du möchtest, streck das obere Bein. So kannst du die Dehnung in der Oberschenkelaußenseite intensivieren. Und roll dich langsam zur anderen Seite, Kopf in die entgegengesetzte Richtung, wenn es für dich angenehm ist. Roll dich zum Sitzen auf. Einmal nochmal nach vorne hängen lassen. Spür das in der Oberschenkelaußenseite. Roll dich auf. Du hast es geschafft. So ihr Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen, spürt euren Po und eure Beinmuskulatur und bis zum nächsten Mal.